Alexander, du bist ein älteres Modell. Bei dir läuft doch ohne Medikamente sowieso nichts mehr. Moment mal, also Männer werden mit zunehmendem Alter immer besser. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Ja, das hat damals nämlich schon Otto Reuter gewusst. Hören Sie mal drauf. Die Statistik zeigt dem Kenner, es gibt mehr Frauen als wie Männer. Darum rat ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Na, aber bitte, sich begnügen, das kann nicht jeden Schönsten kriegen. Dann schauen sie nicht so wählerisch, nur nachdem der jung und frisch. Nehmen sie einen Alten, nehmen sie einen Alten, so einen Alten wohlbestalten, so einen Beamten mit Pension, sehr begehrt ist die Person. Nehmen sie einen Alten, nehmen sie einen Alten, haben sie etwas aufgefrischt, na dann ist er besser oft wie ein Junger und stets besser als wie nischt hier. Ist so ein Mann auch kein Adonis, wenn's mal bloß ne Mannsperson ist, ging die Schönheit auch perdu. Na, umso mehr schaut man auf sie. Hat er auch vielleicht ne Glatze? Na, einer kriegt sie, einer hat sie. Oder hat er ein Doppelkinn? Na gut, dann greift man doppelt hin. Nehmen sie einen Alten, nehmen sie einen Alten, hat er auch schon eingefalten. Die sind bloß am Kopf zu sehen, das andere ist vielleicht sehr schön. Nehmen sie einen Alten, nehmen sie einen Alten, ist er auch schon dick und breit. Na, einen Jungen müssen sie erst füttern, no, und den haben sie schon so weit. Ein Junger lässt sich schwer bezwingen, wenn sie den Pantoffel schwingen. Na, ein Alter gibt ins Portemonnaie, macht die Betten, kocht Kaffee. Ein Junger küsst zwar heiß und mächtig, doch ein Alter küsst bedächtig. Was ihm fehlt an Temperament, das ersetzt er durch Talent. Nehmen sie einen Alten, nehmen sie einen Alten, der ist froh, wenn sie ihn behalten. Der bleibt treu in Ewigkeit, wird immer treuer mit der Zeit. Nehmen sie einen Alten, nehmen sie einen Alten, der küsst voller Liebesqual, denn er denkt bei jedem Kuste, es ist vielleicht das letzte Mal.